Boys and Girls, die neuen Icon Swaps sind ja draußen, damit neue Tokens, damit viel, viel mehr Möglichkeiten, geile Packs zu ziehen. Das ist das erste Best-of von hoffentlich ein paar mehr. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Let's go! An die smarteste Community auf YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zum nächsten Video, zum nächsten Best-of, wo wir zum allerersten Mal in diesem Jahr einen komplett reinen Icon Moment Player Picks sehen werden. Denn ich habe es gerade schon angesprochen, 9 neue Swap Tokens sind sozusagen draußen. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, alles Mögliche zu machen. Von Icon Player Picks, 93 Rated Moments, Primes, Mittelfeld Stürmer, 92 Plus und. Es gibt jede Menge Möglichkeiten. Und ich habe mich dazu entschieden, immer wieder die ganze Sache zu streamen von euch. Und da gibt es ganz, ganz viele Packs. Und da werden auch ganz, ganz viele verschiedene Packs auch noch dazukommen. Ich habe mich dazu entschieden, heute mal alles dazu zu nehmen. Heißt, die 84er Plus, die 83 Pluser. Wir haben noch ein paar Icon Prime und Moments Player Picks mit am Start, die es auch als SBC gab. Aber natürlich auch Packs wie ein 92 Plus, Icon Stürmer oder Mittelfeld. Normale Icon Moments plus, wie gesagt, auch so ein Icon Moment Player Pick. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, das ist mir ganz wichtig. Was würdet ihr an der ganzen Sache ein Stück weit verbessern? Was würdet ihr ziehen und soll ich zu jedem Player Pick separat ein Video machen? Oder soll ich sagen, hey, ich werfe einfach alles zusammen und wir gucken uns einfach super coole Icon Swap Player Picks oder Packs an? Liebe geht raus an jeden Einzelnen, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Best-of. Vergesst nicht, lasst einen Daumen nach oben da, sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement. Vielleicht schaffen wir ja erstens 4000 Daumen, das wäre absolut geisteskrank. Vielen, vielen Dank. Und vielleicht schaffen wir es ja auch, dass du da draußen vielleicht sagst, hey, ich abonniere den Kanal. Und das komplett kostenfrei. Kostenlos. Jeder zweite von euch, also du da draußen, haben den Kanal noch nicht abonniert. Und das würde mich unterstützen. Liebe geht draußen. Jetzt sind wir fertig mit Labern. Let's go. Wir haben mittlerweile die Icon Swaps 2 draußen, also 3 draußen. Die letzten 9 Tokens sind zur Verfügung stehend. Es gibt Icon Packs, Icon Picks, Icon Moment Picks. Bestimmt ob Stürmer, Mittelfeld oder. Wir werden alles hier in dem Video sehen. Heute starten wir erstmal rein mit dem Icon Moment Stürmer, Mittelfeldspieler 92 Plus. Ich weiß nicht, was kommen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich weiß nicht, was wir sehen werden, wie viele Picks wir sehen werden und. Jungs, Abfahrt ist angesagt. Ich bin bereit. Phil, Abfahrt. Let's go. Come on. Okay, Boys and Girls, es geht los. Wir starten rein mit dem 92-Pluser Stürmer oder Mittelfeld. Wir brauchen den R9. Was anderes will ich hier nicht sehen. Frankreich ist auch okay. Stürmer. Und das kann, glaube ich, nur Ori sein. Ich glaube, das kann... Ich habe nichts weiter gesagt. Okay, das war ein Katastrophenpack. 120k. Also das erste Pack, was wir heute hier sehen, ist wirklich, also wirklich die geisteskrankeste Katastrophe aller Zeiten. Bodenlos. Also wir haben jetzt zum Path to Glory Event Team 2 sogar nochmal ein 20x84 Plus Pack. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich wünsche natürlich nur das Beste, dass wir die Path to Glory Spieler sehen. Lewandowski. Navas, Laporte, Sancho sind 4 Walkouts, Chiellini 5. Also klar, wir haben 10 Walkouts, das ist schön und gut. Oh, schade, 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 Dr. Heisenberg. Schade, schade, schade. Wir machen weiter, Chat. Mit dem dritten Pack, und zwar für 5 Tokens in Icon Moments Pack. Mal schauen, was wir sehen werden. Welche Nation? England, ZM, und das kann außer Gerrard, glaube ich, nichts richtig Gutes werden. Es wird Lampard werden. Ich glaube, Lampard kostet ganz, ganz wenig. Also ich glaube, auch das ist kein gutes Pack. Beziehungsweise eine Icon, die nicht wirklich spielbar ist. Sind wir mal ehrlich, oder? Ich weiß nicht, was der Herr kostet. 150 maximal, schätze ich. Also, da geht definitiv mehr. Darüber brauchen wir nicht reden. Okay, wir machen weiter mit dem nächsten 20x84 Plus Pack. Und jetzt sehen wir endlich den Festival of Football Spieler. Und nein, die Verbindung ist weg. Atletico, oh, Schuhe auf, Felix, Big Chat. Richtig starker Pull. Auch wenn vielleicht Portugal die 3 Wins holt, das weiß ich nicht. Aber Schuhe auf, Felix ist halt schon eine geile Karte, ne? Also Schuhe auf, Felix ist halt schon eine geile Karte, meiner Meinung nach. Wen haben wir dahinter noch? Komm mal, noch einer vielleicht. Und Paredes, dazu neuer. Kanté, Fabinho.
Leider nur 5 Walkouts, ein Duplikat mit Suarez. Ja, Felix, 405k. Paredes kostet auch noch ein bisschen was. Ist ein gutes, ist definitiv ein gutes Pack. Und dazu noch, das Bild von Felix ist halt absolut Bombe. Deswegen GG. Er öffnet direkt Chat. Henri, okay. Okay, er hat direkt gemacht, das Pack, was gestern oder vorgestern rausgekommen ist. Henri ist okay. 800k muss der SBC nicht machen. 3 Moments da als Auswahl. So schnell kann's gehen, Chat. So schnell kann's gehen. Einfach das Ding geöffnet. Ohne Probleme. Zack, rein da und los. GG. Henri nimmst du mit. Sehr nice. Okay, wir machen weiter. Das zweite Icon Moments Pack für 5 Tokens haben wir heute am Start. Mal schauen, was uns der gute alte Herr bringt. England wieder mal. Cole. Echte Cole Moments. Ja, kannst du spielen. Kannst du auf jeden Fall spielen. Das ist eine spielbare Karte. Ich weiß aber leider Gottes nicht, wie der Preis gerade liegt. Aber das ist in Ordnung. Es ist okay. Es ist kein übelst krankes Pack. Darüber brauchen wir auch nicht reden. Aber den kannst du halt spielen, wenn du möchtest. Na, den könntest du spielen. 260k kostet die Karte. Guter IV, Kappa. Okay, wir haben den nächsten Player-Pick noch. Wir starten rein in 3, 2, 1 mit Spieler Nummer 1. Gott, Veron Prime. Aua. Das kann nur besser werden. Ich glaube, wer. Oh Gott. Bodenlos, Chat. Bodenlos, Chat. Bodenlos. Desai geht ja noch fit. Aber wenn du halt bei Desai schon angefangen hast, die Moments SBC zu machen oder die überhaupt abgeschlossen hast. Ja, weil der Prime Desai kostet halt 220k. Ist halt gar nicht so nice. So, Jungs. Männers. Mädels, wie auch immer. Nächster Tag, nächstes Glück. Wir gehen weiter mit den nächsten Icon-Swap-Packs. Diesmal wieder 84x20. 20x84. Festival-Footballspieler. England, Linksverteidiger Chilwell, 93er ist wieder am Start. Also ich muss persönlich halt immer sagen, gerade dass die 84-Pluser mindestens ein FOF bei mir haben müssen. Klar, mehr Walkouts, desto besser. Aber FOF-Spieler ist eigentlich gefühlt ein Muss. Jungs, es ist ein Muss. Und noch ein Rebic drin, ne? Neuer Busquets Sancho, da haben wir 5 Walkouts insgesamt. Das geht klar. Ino, ich wünsche dir jetzt hier eine geisteskranke Icon. Wir hatten gestern, glaube ich, eins. Ihr habt das im Best-of schon gesehen. Das war, glaube ich, nicht so optimal. Aber ich will dir jetzt was rausholen. Icon Moment, Stürmer Mittelfeld, 92 plus. Komm, bitte, 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 bitte. Bitte was Geiles, ein R9. Halt's Maul. Oh Gott, Dinho, Dinho, bitte, Dinho, 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 Dinho. Rivaldo, nein. Ey, da bin ich sogar gebrochen, Chat. Da bin ich sogar gebrochen, wenn es Dinho hätte sein können. Oh, mein Lieber, das tut mir so leid, Ino. Das Ganze aber, ich denke, Dybala, also ich persönlich bin halt dafür, eher ganz hinten die zu nehmen, ne? Die für 15 Tokens. Ich zum Beispiel gehe auf die Player-Picks. Ich finde halt die Moment-Player-Picks halt ganz geil. Wie zum Beispiel den hier! Und es wird Maradona! Er wollte R3 machen, ich hab's verpasst. Moments Maradona. Einfach so. Und der passt perfekt. Der passt perfekt bei dir ins Team, weil du Müller raustun kannst und dann Felix sogar noch Full Cam bekommst. Einfach Maradona Moments. Da kennt er nichts, Chat. Okay, Hui. Hui, ey, ich wünsche dir alles Glück der Welt, ne? Ich wünsche dir alles Glück der Welt. Abfahrt. Come on, Hui. Push dich rein. Icon Player Pick. Primer Moments. R3 ist gedrückt. Erster Spieler bei Hui ist. Das war's komplett. Okay, wir denken positiv, Jungs. Wir denken positiv. Crespo Moments zu Moments. 2 Argentinier. Jetzt kommt der Maradona Moments. Komm schon, Hui. Bitte, bitte. Komm, bitte, Hui. Bitte. Krankes Pack, Lakui, bei deinen Icon Packs. Krank. Ich weiß gar nicht, ob das erste Pack ist, was wir davon sehen werden, ne? Ja, ist es. Es ist das erste Pack, Jungs. Einer von 3 Icon Moments Spielerwahl. Hier sind nur Moments drin. Das ist der erste Icon Player Pick.
aus den Icon-Swaps. Ich bin super gespannt, Chat. Holy moly. Okay, wir fangen an in 3, 2, 1. Let's go. Petrecek ist Nummer 1. Petrecek Moments ist Spieler Nummer 1. Hier kann alles drin sein, Jungs. Hier kann alles drin sein. Alle Icon Moments sind hier vertreten. Petrecek. Torhüter ist spielbar. Ja, für einen Notfall. Xavi Moments. Okay. Gibt's ja gerade auch als SBC. Ich denke, der mit Iniesta würde ein cooles Barca-Feeling aufkommen lassen. Wenn man Barca-Fan ist. Und Sokrates Moments. Boah. Wen nimmst du davon? Schreibt mal bitte in die Kommentare, wen hättet ihr davon genommen? Das würde mich übelst interessieren. Das nächste Icon Moments Pack. 5 Picks, 5 Swaps Tokens müsst ihr dafür abgeben. Und ich will jetzt einfach hier Brasilien sehen. Stürmer und Ronaldo. Oh Kocha. Ist eine geile Karte. Ist eine sehr geile Spaßkarte. Spielt sich definitiv, Jungs, nicht schlecht. Ob du die jetzt in diesem Pack drin haben willst, ist natürlich wieder eine andere Sache. Ja. Sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Aber, ja, Okocha für mich persönlich ist okay. Da geht auf jeden Fall definitiv mehr. Aber Okocha ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Genau, er macht es ja selber aus. Come on. Viel Glück, Jungs. Schreibt, geht rüber zu ihm und schreibt ein dickes GG rein. Beziehungsweise viel Glück. Der nächste Player-Pick. Komm schon, mein Lieber, komm schon. 3. 2. Oh, mit dem besten FIFA-Lied aller Zeiten, Chat. Enttäuschung. Ist okay. Es ist okay. Komm schon. Es ist okay. Wir haben noch 2 Möglichkeiten. Das ist der 2. Ich sag immer. Sprachlos, Chat. Es ist der 2. Es ist der 2. heute. Komm nur. Wenn jetzt noch ein Runnet-Moments kommt, das wäre so krank. Oder ein Cruyff-Moments. Oh mein Gott, Chat. Wer kommt nach Maradona noch? Ach gut. Van Basten. Scheißegal. Was soll's? Was soll's? Das ist, glaube ich, das Erste, das wir heute sehen in dem Video. Wir starten rein in 3, 2, 1. Festival-Footballspieler. 3 Stück auf Ansage. Auf geht's. Ich sag, wie es ist. Ansage. Da ist der Erste. Martinez. Gutes Rating wegen 94er Rating. 2 sind noch dahinter. Ich calle Chilwell und Nandes. Chilwell und Nandes sind noch dahinter, Jungs. Ja, damit ihr da Bescheid wisst. Pass auf. Seht ihr den nicht? Alter, ihr habt einen Bug. Ich sehe die beiden. Ist okay. Trotzdem ist in Ordnung. Musik ein bisschen leiser. Oh. Habt ihr es noch gesehen? Danny einfach komplett verkackt. Ich habe wirklich wieder, ich habe alles gegeben. Wirklich, ich habe alles gegeben, Danny, alles gegeben. Und das ist dann so ein bodenloser Pick. Absolut lost, das passiert. Aber der Pick ist halt nicht gut, ne? Gerade wenn du halt dein komplettes halbes Team verkauft hast. Das ist schon hart. 83 plus. Und ich weiß nicht, ob er danach sogar noch das Icon-Pick machen kann. Es wird kein Festival-Football-Spiel, sondern nur Champions League. Neymar. GG, wenigstens 91er Neymar. Wenigstens 91er Neymar. Das ist okay. Dahinter noch ein paar Walkouts, du kannst zufrieden sein. Benzema und Bernardo Silva nur. Aua. Aua. Ich glaube, das wird jetzt auch der letzte Pick werden für dieses komplette Video. Ich weiß noch nicht, wie wir es machen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es gerne hättet, was ihr noch für Verbesserungsvorschläge hattet für das ganze Ding. Ich bin gespannt. Er macht keinen R3-Pack, er macht es ganz normal auf. Jetzt noch ein richtig big Icon zum Schluss. Wäre halt sensationell. Lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne rein, welche Icon-Swap-Packs macht ihr noch. Aber zuvor sehen wir hier noch ein 93er Henry, ein Pires und ein Zanetti. Es ist okay.
Du holst auf jeden Fall die 700k, was das Pack mittlerweile kostet, nicht mehr raus. Auch Rikos, glaube ich, noch 500. Im Endeffekt, wir können sehr gerne noch ganz, ganz viele Videos dazu machen. Ihr müsst halt nur einfach sagen, habt ihr Bock, Icon Swaps zu erspielen? Was macht ihr? Ladet mich einfach ein in den verschiedenen Streams. Ich würde mich riesig freuen. Liebe geht an jeden Einzelnen raus. Kuss, Kuss, Kuss. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Schreibt mir gerne rein, was ihr sonst sehen wollt. Verbesserungsvorschläge. Damit bin ich raus. Macht's gut, haut rein. Und ciao, ciao. Kuss, Kuss, Kuss.